Moin moin liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Episode GT Sports. Heute mit meinem Bugatti VGT der Gruppe 1 im Kyoto Driving Park in Yamagiwa. So, ich musste gerade noch innehalten, die Motorgeräusche vom Bugatti, die muss man sich einfach mal reinziehen. Einfach nur geil. Ist ein sehr cooles Rennen, ein sehr krasses Rennen. Der Bugatti ist schon ein Biest auf der Straße, fährt sich aber ein bisschen anders wie der Mazda und auch der Audi. Aber geiler wie zunächst gedacht. Ich war erst etwas skeptisch, weil der Bugatti Gruppe 4 ist meiner Meinung nach eine Katastrophe. Aber der Gruppe 1, der VGT, geht ab wie ein Zäpfle. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis später. Ciao, ciao. Oh, Kacke, komme ich schon zu weit raus? Nein, oh, warte. Komm, zurück. Aufpassen hinter mir. Oh, ist der zweite schon durchgerutscht. Was fährt denn der? Ich glaube, mir fährt ein Porsche oder sowas. Jetzt konzentrieren, sauber fahren. Sonst sehen wir gegen die Jungs keinen Stich. So, was ist denn mit dir los? Oh, scheiße, verbremst. Ja, Digga, so schnell kann's gehen. Hoffen wir mal, dass der vor mir auch nochmal irgendwann einen Fehler macht. Aber der ist auch scheiße schnell. Mann. Weiter geht's. Mal gucken, ob's noch klappt. Alter, wo gehst denn du hin? Alter, guck mal, wie der Porsche abgeht bei der Beschleunigung. Boah, na das wird interessant.
Leck mir am Arsch. Es ist schon ein intensives Rennen. Ich komme gar nicht ohne die kleinen Strafen aus. Oh, was ist denn mit dir passiert? Sehr schön zu sehen, dass dir auch Fehler passieren. Haha, vielleicht kriege ich die doch noch. Mal schauen. Weil ich denke mir gerade, ah, so kleine Nicklichkeiten, ja, seht ihr ja selber. Oh, jetzt raus. Ey, guck dir mal an, wie er wieder abgeht. Nicht normal. Ey, wie so ein Zäpfle. Und weg. Okay, nochmal gucken. Kriegen wir dich noch? Vielleicht kriegen wir dich ja noch. Werden wir sehen. Vielleicht auch nicht. Und mal schauen. Oh nein, 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 stopp, 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 scheiße. Oh, guck, jetzt ist mir auch passiert. Oh nein. Oh, komm, schnell umdrehen, wenigstens Platz 2 noch verlieren. Nicht verlieren, so rum. Komm, jetzt gib Gas, Bursche. Oh, da ist der Dritte. Ah, das war wohl meine Chance auf Platz 2. Auf Platz 1. Naja, mal schauen. Jetzt wenigstens mal Platz 2 halten. Vielleicht baut der andere auch nochmal scheiße. Ich glaub's aber eher weniger. Ich glaube, ich habe meine Chance verbockt, die ich hatte. Ach, Mann, Mann, Mann. Aber jetzt konzentrieren und fertig fahren. Ja, ich würde mal sagen, ein nicht perfektes, aber doch recht gutes Rennen. Platz 2. Von Platz 2 gestartet, Platz 2 beendet. Ich denke mal gar nicht so schlecht. Muss ehrlich gesagt sagen, dass der Italiener vor mir halt weniger Fehler gemacht hat. Nicht unbedingt besser war, aber sauberer gefahren ist. Das in jedem Fall. Schade nur, wo der andere Deutsche ist. Leider doch etwas weiter zurückgefallen. Naja, man kann halt nicht immer gewinnen, ne?
Aber der Bugatti ist ein Biest. Ich finde, wie gesagt, mit die geilsten Motorgeräusche. Da bist du ja. Ja, was soll man machen? Hab aber auch keine Fehler gemacht. Ihr seht es ja selber. Kassiere kleine, unnötige Strafen. Ja, heute bin ich nicht so sauber gefahren, wie ich selber gerne hätte wollen. Ob es jetzt mal bis... Werden wir sehen. Naja, kann nicht immer so schön sein. Aber trotzdem, ich denke mal, Platz 2 kann sich sehen lassen. Also wenn es in der Statistik Meilenstein im Spiel geben würde für zweiten Platz, ich glaube, da wäre ich ziemlich weit vorne mit. Also ich weiß nicht, wie viele zweite Plätze ich da schon einkassiert habe. Aber das waren doch schon einige. So, jetzt müssen wir noch warten, bis die Zeit runtergelaufen ist. Um einfach dann zu gucken. Siegerehrung. Und dann, ja. Ja, den Bugatti, den habe ich mir jetzt extra für dieses Rennen gekauft. Ist gar nicht so billig. Ich hatte erst so meine Skepsis, weil der Bugatti Gruppe 4 ist eine Katastrophe. Aber naja, aber der fährt sich doch echt geil. Richtiges Biest. Und der Sound, wie gesagt, ich könnte immer wieder über den Sound schwärmen. So, jetzt freue ich Rossi sich nochmal. Guck mal. Yes! Also Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir ein Like da, gerne auch ein Feedback. Ansonsten, gute Zeit. Bis später. Ciao, ciao.